Hallo und herzlich willkommen bei Campus TV. Heute mit der ersten Sendung nach der Sommerpause, heute mit der ersten Sendung im neuen Semester und heute auch mit meiner ersten Sendung. Ich bin Sebastian und der neue Moderator von Campus TV. Und nach so viel Neuem starten wir zu Beginn mit etwas Altbekannten. Jetzt gibt's den Themenüberblick. Und heute bei Campus TV: Umzug. Die Mainzer Versuchstiere haben ein neues Zuhause. Umsonst. Die Mainzer Studenten gehen kostenlos ins Theater. Umstellung. Der erste große Schwung Mainzer Bachelor ist fertig. Vor diesem Gebäude können wir uns mit der Kamera natürlich frei bewegen. An dieser Tür ist für uns allerdings Endstation, denn im neuen Tierhaus der Universität Mainz herrschen strengste Hygienebedingungen. Hier werden tausende Ratten und Mäuse gehalten, zu Versuchszwecken. Und kaum war das Tierhaus eröffnet, entbrannte auch schon eine Debatte darüber. Denn Tierversuche sind noch immer sehr umstritten. Unser Autor Sebastian Hölzle beleuchtet beide Seiten und hat es bei seinen Dreharbeiten für den Beitrag sogar bis ins Tierhaus hineingeschafft. Das Tierhaus der Uni Mainz von innen. Zeitgenössische Architektur und ein Neubau voll mit modernster Technik. Diese Bilder entstehen im Juli, Teile des Tierhauses sind bereits in Betrieb. Im Erdgeschoss werden Mäusekäfige mit Sägespäne befüllt. Im zweiten Stockwerk die Personenschleuse. Die Betreiber nennen diesen Trakt Hochhygienebereich. Noch dürfen wir hier filmen, die Versuchstiere sind noch nicht da, aber schon bald wird der gesamte Bereich unter Quarantäne stehen. Das Tierhaus ist eine State-of-the-Art-Institution zur Haltung von Tieren. Das ist wirklich eine absolut supermoderne Einrichtung für Tierhaltung, die wir jetzt da auf dem Campus neu eröffnet haben. Und in diesen Räumen leben vor allem Mäuse. Hier warten sie darauf, für Experimente Verwendung zu finden oder tot auf dem Seziertisch zu landen. Auf Rollwägen sind ihre Käfige gestapelt. Bis zu 3 Mäuse leben in einer solchen Plastikbox. Die Fläche entspricht der eines DIN A4-Blattes. In einer Röhre können sie sich verstecken. Wasser gibt's aus einem Fläschchen an der Decke. Computergesteuerte Anlagen blasen keimfreie Luft in die Käfige. Nichts ist dem Zufall überlassen. Alles ist effizient organisiert. Schließlich sollen hier einmal weit über 20.000 Versuchstiere leben. Das ist sozusagen die Startphase. Das Gebäude ist ja vor ein paar Monaten erst eingeweiht worden. Dann musste die Klimaanlage noch eingestellt werden und die Filter und so weiter. Also gegenwärtig sind rund 10.000 Mäuse dort drin. Dabei ist Versuchstierhaltung für die Uni Mainz nichts Neues. An der Uniklinik wird sie schon lange praktiziert. Trotzdem wird der Neubau streng überwacht. Kameras registrieren jede Bewegung. Ein rund 2 Meter hoher Zaun schützt vor unerwünschtem Besuch. Denn das Tierhaus ist umstritten. Auf Facebook startete Campus Grün einen Aufruf gegen Tierversuche und Tiertötungen an der Uni Mainz. Knapp 1.500 Menschen unterstützen das. Eine Online-Petition unterzeichneten mehr als 2.000 Tierversuchsgegner. Die Tierschutz AG des AStA unterstützt den Protest, denn noch müssen Biologiestudenten im Studium tote Mäuse sezieren. Da geht es im Detail um das zoologische Praktikum in der Biologie. In der Medizin haben wir es schon bereits geschafft, dass auf solchen Tierverbrauch im Großen und Ganzen verzichtet wird. Und in diesem Praktikum werden unter anderem Mäuse seziert, die aus dem Tierhaus stammen. Und jetzt gibt es einige Studenten, die damit ethische Bedenken haben. Und jetzt sagen wir, diesen Studenten muss man die Freiheit lassen, sich selbst zu entscheiden, ob sie diese Tiere sezieren wollen oder nicht. Erfolg für den AStA. Ab kommendem Semester ist das Sezieren freiwillig. Der Protest bleibt. Unterstützung kommt aus der Philosophie. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Verhältnis von Mensch und Tier. Ganz generell ist unser gesellschaftlicher Umgang mit Tieren ethisch vollständig unhaltbar. Das Problem bei Tierversuchen ist, dass das Erkenntnisziel oder auch das therapeutische Ziel, die Medikamente, die man entwickeln, niemals dieser Spezies zugeordnet werden können. Das heißt, wir Menschen profitieren von dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt, niemals die Tiere. Sowas nennt man in der Philosophie Speziesismus. Das ist ähnlich wie Sexismus oder Rassismus. Ist eine ethisch nicht haltbare Form des Handelns. Dabei ist ein paar hundert Meter vom Tierhaus entfernt das Verhältnis von Mensch und Tier längst geklärt. An der Mensa der Uni Mainz gibt es keine Überwachungskameras. Zutritt ist jedem gestattet. Tiere gibt es hier auch. Zumindest das, was von ihnen übrig geblieben ist. Heute ist Freitag.
In der Großküche werden über 700 Fischfilets zubereitet. Auf dem Speiseplan stehen außerdem 160 Kilogramm gebratene Putenbrust mit Rahmsoße, 200 Kilogramm Schweinegeschnetzeltes in Curry-Kokossoße mit Sojakeimlingen und Pilzen. Für die Feinschmecker gibt es geschmorte Gänsebrust. Unermüdlich versorgt das Küchenteam die hungrigen Studenten mit frischem Fleisch. Von Montag bis Donnerstag war Schnitzelwoche. Die Studenten verzehrten über 4000 Schnitzel. Es ist natürlich lächerlich, sich selbstgerecht und auch selbstgefällig zu empören gegen ein Tierhaus oder Pelze und dann in der Mensa Fleisch zu essen. Mir scheint das oft als ein gesamtgesellschaftlicher Verdrängungsprozess. Wir wissen alle, dass unser Umgang mit Tieren ethisch absolut nicht haltbar ist. Und dann schaffen wir so einen kleinen Bereich Tierversuche oder Pelzproduktion, in dem wir dann sehr ideologisch und sehr emotional werden und die ganze Sache bewusst werden lassen. Das ist einfach ein Verdrängungsprozess. Und natürlich ist das tierische Leiden, das durch Tierversuche erzeugt wird, nicht mal 1% des Leidens, das durch den Fleischkonsum zur Ernährung produziert wird. Daher wird es Versuche an lebenden Tieren in der Forschung auch künftig geben. Die Lehre wird auf Tierverbrauch nicht verzichten, also Versuche an getöteten Tieren. Ein Minimum an solchem Tierverbrauch ist meiner Ansicht nach unerlässlich und auch ethisch vertretbar. In der Forschung sehe ich ein Voranschreiten von Alternativmethoden. Aber das Grundprinzip, dass dieses lebende System so kompliziert ist, dass es sehr, sehr schwer ist, das zu simulieren, auch nur in Teilen zu simulieren, dieses Grundprinzip wird noch sehr lange gelten und von daher wird es auch noch sehr lange Tierversuche geben. Und so warten tausende Mäuse im Mainzer Tierhaus auf ein Leben und Sterben für das Wohl der Menschen. Wir kommen zur Baustelle Bachelor und gehen nochmal zurück ins Wintersemester 2008-2009. Damals wurden hier an der Uni Mainz die meisten Magister- und Diplomstudiengänge auf den Bachelor umgestellt. Unklar war damals, welche Vorteile der Bachelor den Studenten wirklich bringt. In diesem Semester hat die erste große Schwemme von Bachelor-Absolventen die Uni verlassen. Sie haben den Bachelor in der Regelstudienzeit von 6 Semestern geschafft, andere nehmen sich dafür mehr Zeit. Eva Felker und Semra Sehadli ziehen ein erstes Zwischenfazit. Da sind sie also, echte Mainzer Bachelor-Absolventen. Wie hier in den Erziehungswissenschaften nehmen zum Semesteranfang viele Studenten der neuen Abschlüsse ihr Zeugnis entgegen. Eine von ihnen ist Mareike. Sie hat ihren Bachelor in 6 Semestern Regelstudienzeit abgeschlossen. Ich habe mich im Bachelor wohlgefühlt, weil ich das toll fand, dass da so ein bisschen Art dieser Klassenverband war, dass man immer so ein paar Leute hat, die man auch regelmäßig gesehen, konnte sich mit denen austauschen und man ist eher ein bisschen ins Unileben einfach reingerutscht, weil man immer Ansprechpartner und so Kontakte hatte. In 6 Semestern zum ersten Abschluss. Das war 2008 der Plan, als die meisten Fächer an der Uni Mainz auf das neue System umstellten. Über 2800 Studenten haben in diesem Versuchskaninchenjahrgang ein Bachelorstudium begonnen. Wie viele von ihnen ihren Abschluss schon in der Tasche haben, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass etwa 1100 Studenten jetzt im 7. Bachelorsemester sind. Manche davon haben die Studienordnung oder das Fach gewechselt, andere waren im Ausland oder studieren einfach länger. So wie Johannes. Er studiert im 7. Semester Physik. Gründe dafür hat er viele. Ich habe 3 Mathe-Vorlesungen gehört, die allein schon ein Semester Arbeit wären für einen Mathematikstudenten. Ich habe Hiwi-Jobs gemacht, wo auch viel Arbeit ist. Ich arbeite, habe noch einen zweiten Nebenjob in Ingelheim im Getränkemarkt. Ja, und das braucht alles Zeit. Ich wohne nicht mehr daheim, ich brauche viel Geld, ja, ich muss mich sorgen und dann. Zeitaufwendig war auch die Umstellung der Studiengänge auf das neue Bachelor- und Master-System. Dabei hatte die Uni sich einiges zum Ziel gesetzt. Das eine Ziel war, Studiengänge so zu gestalten, dass sie in sich schlüssig aufgebaut sind, die Möglichkeit zu geben, dass Studierende auch bereits frühzeitig zu einem Examen kommen, deshalb der Abschluss nach den 6 Semestern. Außerdem eine starke Berufsorientierung in den Studiengängen zu ermöglichen und auch das ist wichtig, schon frühzeitig auch eine Forschungsorientierung in den Studiengängen zu haben. Ein weiterer Punkt: Die Studenten sollten es leichter haben, ein Auslandssemester einzulegen.
Trotzdem brechen dem Erasmus-Büro die Zahlen ein, denn viele Studienpläne erschweren ein Auslandssemester eher, als dass sie es erleichtern. Anlass für eine große Revision. Nachsteuerung heißt Entschlackung, heißt mehr Flexibilität, Prüfungsleistung anders zu legen, zusammenzufassen, zu überlegen, wie man auch Modulverknüpfungen auflösen kann, sodass auch da eine Flexibilität beispielsweise für einen Auslandsaufenthalt eher möglich ist. Und dafür war die Revision notwendig und sie war sicherlich für viele Fächer auch gut. Wer mehr Zeit braucht für Ausland, Fremdsprachen oder Ehrenamt, kann natürlich auch länger studieren. Alle Leute, die sich Stress machen und meinen, die müssten 6 Semester in den Bachelor schaffen, die haben das nicht richtig verstanden, weil eigentlich ist es egal. Jeder kann sich das genauso einteilen, wie er es vorher auch konnte. Und nach dem Bachelor? Aktuell bietet die Uni Mainz 96 Masterstudiengänge an. Der Bachelor soll aber in vielen Fächern auch direkt auf einen Beruf vorbereiten, also nach 3 Jahren in die Arbeitswelt. Mareike geht diesen Weg und hat auch schon eine Stelle. Mit dem Bachelor ist sie dafür richtig vorbereitet. Also wenn du wirklich nur Schule gemacht hast, machst dann den Bachelor, ich glaube, dann ist es sehr schwer. Aber wenn du eine gewisse Berufserfahrung mitbringst und hast auch schon mal 1, 2 Arbeitszeugnisse dabei liegen, dann hast du mit dem Bachelor, glaube ich, ganz gute Chancen. Bisher sind die Arbeitgeber noch zurückhaltend, was die neuen Abschlüsse angeht, und stellen lieber Magister oder Diplome ein. Über kurz oder lang wird aber auch wohl das ein Ende haben. Denn wenn nur noch Bachelor und Master von den Unis kommen, wird sich ein Weg finden. Die Umstellung funktioniert also. Aber bis tatsächlich alle Ziele verwirklicht sind, müssen wir wohl noch etwas warten. Weil es draußen so kalt war, haben wir uns mal in die warme Bibliothek verzogen. Wir sind hier in der Abteilung mit den ganzen Wörterbüchern. Denn wer später mal als Dolmetscher arbeiten will, muss unterschiedliche Fremdsprachen natürlich perfekt beherrschen. Das kann man nach dem Bachelor aber auch an der Uni Mainz lernen. Denn hier wird ein Masterstudiengang Konferenzdolmetschen angeboten. Studierende fahren allerdings nicht mit dem Bus zum Botanischen Garten oder zum Friedrich-vom-Pfeiffer-Weg, sondern steigen am Bahnhof in Germersheim aus. Das liegt 100 Kilometer südlich von Mainz. Dimitri Hallei hat die Fahrt für uns auf sich genommen und stellt den Masterstudiengang Konferenzdolmetschen jetzt im Quickcheck vor. Mein Name ist Lisa Tellbrügge, ich bin 30 Jahre alt und studiere Konferenzdolmetschen an der Uni Mainz in Germersheim. Konferenzdolmetschen an der Uni Mainz studiert man in Germersheim, das ist die Fakultät, und wir lernen in unserem Studium einmal Simultandolmetschen, das ist das bekannte Dolmetschen, der Dolmetscher sitzt in der Kabine mit Kopfhörern und gibt die Rede zeitgleich wieder. Und dann lernen wir auch noch konsekutiv Dolmetschen, das ist ein zeitversetztes Dolmetschen, der Redner spricht und der Dolmetscher nimmt sich Notizen und gibt dann den Redeabschnitt danach wieder. Voraussetzungen für den Master Konferenzdolmetschen sind ein abgeschlossenes Studium, sehr gute Sprachkenntnisse in 2 Fremdsprachen und vor allem in der deutschen Muttersprache, das ist ganz wichtig. Eine sehr gute Allgemeinbildung, vor allem natürlich über die jeweiligen Länder der eigenen Sprachen. Und dann ganz wichtig, weil ohne geht's nicht, die Aufnahmeprüfung an der Uni, die sehr, sehr schwierig ist und das alles auch testet. Das Beste am Konferenzdolmetschen ist natürlich das Dolmetschen selbst. Simultandolmetschen, Konsekutivdolmetschen. Und dann ist natürlich die unglaubliche Themenvielfalt. Wir benutzen ja 6 Dolmetschunterrichtsstunden in der Woche und meistens immer eine andere Rede zu einem anderen Thema, in die wir uns halt dann auch immer einarbeiten müssen in die Thematik. Das Schwierigste am Konferenzdolmetschen ist das Dolmetschen, sowohl simultan als auch konsekutiv. Das sind beides sehr komplexe Vorgänge, die man da irgendwie meistern muss beim Dolmetschen. Man muss sehr kontrolliert sein, man muss sich unheimlich gut konzentrieren können, sich von nichts ablenken lassen und man darf sich unter gar keinen Umständen und wirklich niemals aus der Ruhe bringen lassen, weil sonst ist man einfach still in der Kabine und das ist das Letzte, was passieren darf.
Eingeschrieben für Konferenzdolmetschen in Germersheim sind 108 Studenten. In meinem Jahrgang davon sind das 32 und davon wiederum 3 Männer und 29 Frauen, was ganz klar zeigt, dass wir sehr wenig Männer haben beim Konferenzdolmetschen. Ja, unsere Dozenten sind alles praktizierende Konferenzdolmetscher mit sehr, sehr viel Erfahrung. Sie kennen den Markt, sie kennen die großen Konferenzen. Und wenn in die Fremdsprache unterrichtet wird, dann tun das auch Muttersprache. Ja, nach dem Master ist man dann hoffentlich fertiger Konferenzdolmetscher und dann kann man sich einmal eine Festanstellung suchen. Ein Riesenmarkt ist natürlich die Europäische Union, das ist ganz klar. Man kann aber auch versuchen, sich selbstständig zu machen. Das hängt ein bisschen von der Sprachkombination ab, wie schnell das geht. Dolmetschen habe ich gewählt, weil ich vor 2-3 Jahren das sozusagen als Laiendolmetscher mal im Ausland gemacht habe, dass ich wen verdolmetscht habe, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Und dann fand ich das so wahnsinnig toll und das hat so riesig Spaß gemacht, dass ich immer gesagt habe, das will ich irgendwann mal wirklich hauptberuflich machen. Forschung kostet Geld und das ist im Allgemeinen ja eher rar. Zwei Mainzer Wissenschaftler werden jetzt vom Europäischen Forschungsrat mit Millionenbeiträgen unterstützt. Mehr dazu und andere Neuigkeiten vom Campus in den News. Dieses Wintersemester starten rund 3700 Erstsemester an der Uni Mainz. Das sind in etwa so viele wie im letzten Jahr. Die Aussetzung der Wehrpflicht, die doppelten Abiturjahrgänge und Mehrfachbewerbungen machen sich trotzdem bemerkbar. So sind die Bewerberzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 25% gestiegen. Insgesamt sind zum ersten Mal über 36.000 Studenten eingeschrieben. Das Unischwimmbad bleibt für die Mainzer Studenten geöffnet. Der Landesbetrieb Liegenschaft und Baubetreuung gab nach einer Prüfung der Bausubstanz grünes Licht für den weiteren Betrieb. Vergangenes Semester hatte man befürchtet, dass die Deckenkonstruktion der Schwimmhalle nicht tragfähig sei. Das Schwimmbad sollte deshalb im März 2012 geschlossen werden. Eine auf Drängen von Universität und Studenten vorgezogene baustatische Analyse brachte jetzt Entwarnung. Der Zustand der Betonkonstruktion sei unkritisch. Saniert werden muss das Schwimmbad aber trotzdem, voraussichtlich während der vorlesungsfreien Zeit. EU-Fördergelder für die Wissenschaft. Mit je 2 Millionen Euro unterstützt das European Research Council 2 Mainzer Professoren. Gefördert werden Projekte mit ungewissen Erfolgschancen, die aber bahnbrechende Erkenntnisse versprechen. Physikprofessor Matthias Neubert forscht auf dem Gebiet der theoretischen Hochenergiephysik. Wir wollen versuchen, mit Hilfe von theoretischen Rechnungen dazu beizutragen, die Eigenschaften von Elementarteilchen besser zu verstehen, insbesondere die Frage nach dem Ursprung der Masse im Universum und der Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Chemieprofessorin Claudia Felser sucht nach neuen Erkenntnissen in der Materialforschung. Damit erhalten Felser und Neubert die höchst dotierte Fördermaßnahme der EU für einzelne Wissenschaftler. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Ja, die Frage, die ich mir eigentlich gerade stelle, ist, ob aus mir jemals noch ein guter Schauspieler wird. Ich glaube es ja eher weniger, aber zum Glück gibt es ja Leute, die das viel, viel besser können als ich. Zum Beispiel die Darsteller im Mainzer Staatstheater. Ab diesem Semester können Studenten kostenlos alle Vorstellungen besuchen. Was für den Schauspieler die Bühne ist, für uns Fernsehmachende der Bildschirm. Und genau wie so eine Bühne ja auch groß und klein oder hoch und tief sein kann, gibt es für uns verschiedene Bildformate. Gerade seht ihr mich im Format 4:3, den folgenden Beitrag haben wir für euch aber im Format 16:9 gedreht. Da kommt dann einfach oben und unten ein schwarzer Balken davor. Und wie das aussieht und außerdem wie der Deal mit dem Theater zustande gekommen ist, berichtet Lukas Herzog. Die Unschuldigen im Mainzer Staatstheater. Für Studenten der Uni Mainz sind diese und auch alle anderen Vorstellungen ab diesem Semester kostenlos. 3 Tage vor der Aufführung kann sich jeder eine Gratiskarte an der Kasse abholen. Dazu braucht er bloß seinen Ausweis und das Studieticket. Jeder Student zahlt dafür 1 Euro aus seinem Semesterbeitrag. Das Theater bekommt so im Jahr also rund 72.000 Euro.
Ausgehandelt hat diesen Deal mit dem Aster der Theaterpädagoge Mirko Schombert. Um kostenlosen Eintritt ging es ihm aber eigentlich nicht. Wir haben mit der Uni und dem Theater ja zwei Hochburgen, zwei Orte, an denen man zusammenkommt, diskutiert, Ideen entwirft, Utopien entwirft. Und da wollten wir eine stärkere inhaltliche Verknüpfung haben. Und aus diesem Grundgedanken heraus haben wir es dann weiter ausgebaut und sind auch unter anderem auf dieses Modell gekommen, dass wir über die AStA-Finanzierung scheinbar kostenlosen Eintritt für Studierende anbieten können. Doch die Initiative des Theaters löst bei manchem auch Kritik aus. Die Hochschulgruppe Campus Grün unterstützt das Programm, aber... In unseren Augen ist das Staatstheater eben ja, in der Öffentlichkeit einfach schon sehr präsent, es nimmt sehr viel Raum ein und ist natürlich auch staatlich gefördert. Und wir würden uns wünschen, dass in Zukunft auch zum Beispiel kleinere Theater wie das Unterhaus oder auch die freischaffende Theaterszene mit einbezogen würde in das Programm. Gefahr für die freie Kulturszene sieht Schombert nicht. Ganz im Gegenteil, in Saarbrücken und Darmstadt hat sich das Modell längst bewährt. Man könnte ja umgekehrt auch argumentieren, dass die Studierenden dadurch, dass sie ihr Geld nicht mehr vordergründig im Staatstheater lassen, weil sie dort ja über ihre Studiengebühren reinkommen, mehr Geld in der Tasche haben, die sie in die freie Kulturszene investieren können. Doch geht die Rechnung auf? Wie beliebt ist das Angebot unter den Studenten? In der kleinsten Bühne des Theaters, im TIC, haben wir nachgefragt. Das ist natürlich eine super Sache jetzt, dass man als Student dann natürlich kostenlos reinkommt. Und das ist auf jeden Fall ein Grund. Also wenn ich, sag mal, bestimmte Plätze möchte, werde ich schon früher hingehen. Es gibt ja auch so Studentenrabatt. Aber wenn ich mir mal kurzfristig überlege, ins Theater zu gehen, dann nutze ich die Kooperation auf jeden Fall. Also für mich zumindest war es ein unbekanntes Stück. Und dann, wenn man halt weiß, man muss nicht den vollen Preis da bezahlen, dann ist es natürlich irgendwie so ein bisschen leichter, da auch mal sich unbekanntere Sachen anzugucken. In Zukunft will das Theater aber noch mehr Studenten locken. Publikumsgespräche und andere Kooperationen sind geplant. Nicht nur für die Studierenden, auch für das Theater ein Plus. Wir planen ein studentisches Theaterfestival hier bei uns im Theater. Wir möchten den Stoff, der an der Uni behandelt wird, von Seiten der Dramaturgie, von Seiten der künstlerischen Seite aus unterstützen. Wir erwarten uns aber auch Input von Seiten der Uni. Für Vorschläge ist also noch Platz. Über leere Ränge kann sich das Theater aber nicht mehr beschweren. Bam! Geld stinkt nicht, sagt man im Volksmund. Aber manchmal stinkt Geld eben doch. Manchen Leuten stinkt sogar so gewaltig, dass sie auf die Straße gehen, um gegen die Methoden in der Finanzwelt zu protestieren. Die sogenannte Occupy-Bewegung nimmt für sich in Anspruch, 99% der Bevölkerung zu repräsentieren. Ob die Mainzer Studenten auch dazu gehören, hat unsere Reporterin Sophie Lessle in einer neuen Ausgabe von Mainz Mind für euch herausgefunden. Schaut man sich die Nachrichten aus den Finanzmärkten an, gibt es derzeit nicht viel Gutes zu vermelden. Weil das vielen Menschen nicht passt, haben sie sich unter dem Motto Occupy zu einer Protestbewegung zusammengeschlossen. Die New Yorker Wall Street, die Frankfurter Europäische Zentralbank, bald auch der Campus hier in Mainz. Was die Studenten zu Occupy meinen, finden wir heute bei Mainz Mind heraus. Gehörst du auch zu den 99%? Zu welchen 99%? Nee. Weißt du, wovon ich rede? Nein. Die sagen, dass sie unter dem 1% Elite leiden. Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Ja, noch. Also ich gehöre bestimmt nicht zur Elite. Ich bin, glaube ich, ganz normal. Hallo. Schreibst du gerade den Bankern, dass sie aufhören sollen, so viel Geld zu verprassen? Ja, würde ich am liebsten schreiben, genau. Was hältst du denn von den Occupy-Protesten? Also, um ehrlich zu sein, ich habe mich wenig damit beschäftigt, aber so im Prinzip finde ich es gut, weil also irgendwas läuft schief im System. Ich halte das für eine sehr sinnvolle Entwicklung und ich finde es erstaunlich, dass es jetzt erst passiert tatsächlich. Ich finde es ganz gut, wenn man unser System mal ein bisschen in Frage stellt. Die Frage ist halt, ob das wirklich was bringt. Also, ich finde es geil. Ich wollte eigentlich auch nochmal dahin. Also, willst du da auch zelten? Nee, okay, ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu viel, ein bisschen zu weit, aber ich finde es richtig gut. Haust du gegen die Finanzkrise an? Mit meinem Kaugummi? Ja. Das ist dein Protest. Im Moment fällt mir nichts Effektiveres ein, aber wenn es funktioniert, dann kaufe ich gerne noch schneller. Zelt. Ja. Ja, das sind
Nee. Also setzt jetzt mit deinen Hunden wie den Campus? Nein. Ich denke, das ist nicht unwichtig, aber in meinem Fall ist es nicht. Also, dass ich jetzt mich da selbst dran beteiligen würde. Eigentlich schon, aber ich bin ja ein bisschen anderweitig da belegt. Also ich glaube, ich könnte es mit den Hunden nicht machen. Die könnten noch mitgehen und da auch mitzelten vielleicht. Tierischer Protest. Wäre schön, wenn das so möglich wäre. Ich glaube, sie würden es nicht lange Zeit da aushalten. Ich protestiere eigentlich nicht so gegen. Ich sehe es nicht so schwarz-weiß eigentlich. Wird jetzt auch bald der Campus hier occupied? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, der Campus kann erstmal aufatmen, da passiert nichts. Das glaube ich kaum, weil ich nicht weiß oder wüsste, was das bringen sollte. Was denkst du, was sie jetzt als nächstes besetzen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, den Bundestag, den Landtag, die Deutsche Bank. Ich glaube, dass Studenten heutzutage nicht so politisiert sind. Vielleicht auch den Campus hier? Das hatten wir ja schon, aber warum nicht? Immer wieder gern. Was wäre jetzt deine Botschaft an die Politiker und Banker und die mächtigen Leute in der Wirtschaft? Nicht immer nur die eigenen Vorteile suchen. Vielleicht wirklich, dass sie mal auf die Protestbewegung mehr eingehen. Dass sie völlig schamlos, widerwärtig, amoralische Menschen sind. Leider. Und ich hoffe, dass sie sich bessern. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen einseitig alles so, irgendwie, dass die Reichen die Bösen sind und irgendwie alle anderen sind die Guten, das glaube ich nicht so ganz. Er ist Elite. Seid die Elite, okay. Ja, was ist denn dann eure Botschaft an die Occupy-Bewegung? Wir werden mal reicher als ihr. Manche Proteste bringen was, die anderen bringen gar nichts, aber zumindest merken die Leute, dass irgendwas getan wird. Sieht so aus, als stehen die meisten Studenten der Occupy-Bewegung durchaus positiv gegenüber. Eine Occupation des Campus wird es aber erstmal nicht geben. Wir sehen uns beim nächsten spannenden Mainz Mind. Bis dann! So, mir wird jetzt langsam kalt und ich gehe gleich mal wieder ins Warme. Wir werden uns das nächste Mal sehen, steht Weihnachten schon fast vor der Tür. Also macht schon mal den Glühwein warm und rollt den Plätzchenteig aus. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen, macht's gut!